Jede Modellbahn hat ihre gemütlichen Ecken. In diesem Video zeige ich euch, wie ich meine baue. Liebe Modellbahnfreunde aus Ost und West, obwohl ich beruflich viel zu tun habe, komme ich immer noch dazu, meine Modellbahnanlage immer Stück für Stück zu erweitern. Diesmal wird es etwas konkreter. Ich zeige euch, wie diese Ecke hier nun von mir gestaltet wird. Das Ganze, was ich jetzt hier errichte, ist als gemütliche Ecke, als Begrenzung meiner Modellbahnanlage gedacht und ich beginne ganz konservativ mit einem Stück Styropor, was ich recht schnell hier zusammenschneide. Das Schneiden von Styropor ist eine ganz besondere Freude, weil sich alles elektrostatisch auflädt und man es bald kleben hat. Aber genauso gut kann man dann doch damit arbeiten. Und ja, diese einzelnen Elemente, die ich hier zusammengeschnitten habe, sind die Grundstruktur, sozusagen grobe Anformung des Ganzen. Ich beginne auch hier mit der Begrenzung der Auffahrtrampe, also alles in einen Abwasch. Diese Styroporelemente werde ich dann später noch festkleben. Das Ganze ist recht praktisch, weil man an diesen Styropor dann später mit dem Cuttermesser oder mit einem normalen Messer dann auch noch rumschneiden kann. Hier habe ich jetzt alles angeklebt und ich beginne jetzt einen kleinen Entwässerungsgraben entlang der Schienen einzufräsen mit meinem Multifunktionsapparillo. Das Ganze fräse ich in die Pressspanplatte direkt hinein. Die Felsen, nachdem ich sie angeklebt habe, werde ich jetzt mit einer Fertigspachtelmasse aus der Tube versehen. Das Ganze sieht hier recht flüssig aus. Das hat den Grund, sie war etwas eingetrocknet. Ich habe lange nicht damit gearbeitet und ich musste sie ja mit Wasser neu verdünnen und es ist etwas flüssig geworden. Das hat aber auch gleichzeitig den Vorteil, dass ich nicht ganz so schnell arbeiten brauche, weil das Ganze etwas braucht, um abzutrocknen und kann mir etwas Zeit lassen mit dem Gestalten. Ich nehme hier ein ganz normales scharfes Messer, mit dem streiche ich das Ganze aus und ansonsten kleine Holzstöcke, die ich hier nehme, um das Ganze anzupressen und einen bündigen Abschluss hier herzustellen. Dann nehme ich das Messer, nachdem es schon etwas angetrocknet ist und durch leichtes Antätschen ziehe ich die einzelnen Strukturen rein. Es soll ein felsiger Untergrund abgebildet werden und mit dem Messer funktioniert das ganz gut. Das trocknet immer weiter und ihr seht, hier ist es schon trockener und ich kann das Ganze anritzen, um diese Steinstrukturen, diese Quaderstrukturen ganz gut anzudeuten. Ja, nur nicht scheu, frisch ans Werk und das Ganze funktioniert. Mit Aquarellfarben, etwas dicker und dünner, werde ich jetzt das Ganze hier mit Farbauftrag versehen. Einfach mit tupfender Bewegung, mit streichender Bewegung. Das Ganze nicht zu eintönig machen, auch mit verschiedenen Farben arbeiten. Grau, Mausgrau funktioniert jetzt nicht ganz. Man muss auch ein wenig mit braunen Farbtupfern versehen. Ein bisschen schwarzes Washing kommt drauf, um das Ganze in die Rillen fließen zu lassen, um diese Tiefe zu simulieren. Das mache ich an verschiedenen Stellen. Dann graniere ich das Ganze, also mit weiß-brauner Farbe gehe ich dann drüber, um die Highlights ein wenig rauszuheben. Das funktioniert recht gut. Man muss halt den richtigen Move finden. Man darf es nicht übertreiben, auch nicht untertreiben, aber das hat man schnell raus. Und ja, man kann das Ganze ja doch dann später noch mit schwarzem Washing, also mit schwarzer Farbe, noch etwas in seiner Intensität wegnehmen. Womit ich gerne arbeite, ist echte Erde. Die habe ich aus dem Garten genommen, die habe ich getrocknet und die trage ich jetzt hier direkt auf den Leim auf. Und ich habe auch noch hier Dekorit, also echtes Streumaterial noch aus DDR-Zeiten. Das trage ich auf. Es ist grob, das soll halt den Waldboden oben
simulieren, weil hier kommen später, das werdet ihr noch sehen, dann die Fichten, die Tannen hin. Und das ist eigentlich ein toller Grundboden dafür. Ja, an den verschiedenen Stellen, man muss es halt möglichst variant auftragen, also viele verschiedene Facetten, nicht so eintönig, ruhig sehr kleinteilig arbeiten. Hier ist schon etwas, das zeige ich euch, das kommt dann später, ein besonderer Felsen, wie ich den gemacht habe. Ja, das erfahrt ihr in einem späteren Video, also bleibt gespannt. Ja, das Ganze geht voran und etwas näher gehe ich jetzt hier ran. Hier, das ist auch DDR-Material, also eine Grasmatte aus DDR-Zeiten. Ein kleines Stückchen, da schneide ich mir wiederum noch kleinere Fitzelchen ab und die klebe ich dann an den besagten Stellen auf. So habe ich eben auch dieses stehende Gras ganz gut nachgebildet, was hier am Entwässerungsgraben wächst. Mein Musiktipp diesmal, wie generell für milde Sommerabende, ist das Lied Als ich wie ein Vogel war von Renft. Das war auch zu hören in dem DEFA-Film Für die Liebe noch zu mager von 1974. Es geht weiter, den Waldboden oben werde ich durch weitere Grasstückchen verfeinern, mit Erde das Ganze dann abbinden, um die Kanten, die schroffen Kanten etwas abzumildern. Hier habe ich die erste Stellprobe, verschiedene Bäume, das sind auch original DDR-Tannenbäume aus Plaste. Ein selbstgebauter Baum, auch noch aus DDR-Zeiten, die fixiere ich jetzt hier mit ganz ordinären Leim. Diese Bäume habe ich vorher etwas mit Farben behandelt, um den Glanz rauszunehmen und um die frischen Spitzen nachzubilden, etwas heller. Auch dieses Flock, dieser Schaumflock, ist aus DDR-Zeiten noch, klebe ich hier auf, um die Vegetation um die großen Bäume herum darzustellen. Mit den Wurstfingern festgetätscht. Natürlich wächst auch dieses Material zwischen den Spalten unserer Felswand. Die drücke ich hier dann dementsprechend auch fest. Und nachdem ich an verschiedenen Stellen diese Vegetation aufgebracht habe, sieht das Ganze doch schon recht überzeugend aus. Den Graben unten habe ich geschwärzt. Ich habe Leim eingefüllt, der ist getrocknet und das Ganze schimmert dann glänzend, also als ob Wasser darin wäre. Der gemütliche Ort wäre natürlich gar nichts ohne eine Sitzmöglichkeit. Die baue ich jetzt hier. Das ist ein Zahnstocher, den schneide ich mir zurecht. Die Füße einer Bank. Hier aus einem Kaffeerührstäbchen ein Element rausgeschnitten. Mit Sekundenkleber fixiere ich die Füße. Und werde dann im zweiten Schritt das Ganze leicht ergrauen lassen. Grau, bräunlich, verwittert erscheinen lassen. Auch mit Acrylfarben. Dann, das ist die Ecke unter dem Baum, ganz romantisch, im Abendschein möchte man sitzen und dafür braucht man eine Bank. Und diese Bank klebe ich jetzt hier an, Sekundenkleber und der Pinzette, ein wenig schütteln, rütteln, damit sie auch ordentlich sitzt. Ja, das funktioniert, lassen wir es so stehen. Und als Absturzsicherung brauchen wir natürlich auch einen Zaun, einen rustikalen. Hier ein Loch gestochen mit dem Zahnstocher und dann eingefügt als nächstes auch aus einem Zahnstocher geschnitzt ein Haltepfosten. Den füge ich hier ein mit der Pinzette. Dann noch einen zweiten, der kommt hier rein. Habe ich dann auch ganz einfach behandelt mit Acrylfarben, ein wenig, damit es auch verwittert aussieht. Im nächsten Schritt folgen dann schon die Planken. Die habe ich auch geschnitten aus diesem Kaffeerührstäbchen, gealtert und mit Sekundenkleber wird das Ganze hier fixiert. Dann noch darunter einer für die etwas kleineren Menschen, also die Kinder, damit sie nicht abstürzen. Auch vielleicht für das Rotwild, damit es dort nicht runterstürzt. So, wenn wir das Ganze fixieren, haben wir doch schon eine sichere und gleichzeitig gemütliche Ecke. Unter dieser Ecke wird die Bahn entlang fahren. Hier seht ihr noch eine Impression, wie es gelungen ist,
Jetzt habt ihr auch zum ersten Mal gesehen, wie ich Felsen und Landschaft gestalte, und ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt es auch gerne in die Kommentare. Genießt weiterhin den Sommer. Und was bleibt mir zu sagen? Bis zum nächsten Mal. Glück auf und fahrt frei.